Hallo und willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Ich bin stärker geworden. Es ist immer noch nicht besser geworden, dass ich meinen Mund irgendwie so komplett verbiege, wenn ich versuche Hyrule Warriors auszusprechen, ey. Unfassbar. Ja. Naja, was auch immer. Es soll ja heute nicht über mein schlechtes Englisch gehen, obwohl ich in der Schule ganz okay war drin. Noten sagen zwar was anderes, aber ich bin anderer Meinung, okay? Ich finde, ich kann gut Englisch. Was auch immer, ich laber schon wieder zu viel Scheiße. Ich sollte mal lieber zur Sache kommen. Und zwar, heute wird es ein etwas kürzerer Part. Da ich noch etwas vorhabe und da ist es einfach aus zeitlichen Gründen besser, wenn ich den Part etwas kürzer gestalte. Das heißt, wir werden heute 3 Missionen machen. Darunter über die ich eben schon drüber gehavert bin. Und für die ich jetzt auch Rohan upgrade, okay, ja gut, er hat keine Waffen, das heißt, auf geht's. Hauptgegner, Link! Link sogar, ey, wie geil! Ja, okay, nice. Habe ich Bock. Ja, wir werden die 3 restlichen Missionen machen, die jetzt noch übrig sind vor der Hauptmission. Neben der Hauptmission, genau. Das ist, glaube ich, passender formuliert. Werden die 3 Missionen machen, die neben der Hauptmission noch verfügbar sind. Und dann werden wir uns im nächsten Part an die Hauptmission wenden. Und dann mit der Story weitermachen. Da bin ich schon sehr gespannt. Es stand ja drin, Rückeroberung Hyrules und so dieses, dieser Teaser. Dieser Video-Teaser sah auch sehr interessant aus. Oh, Alter, der haut aber richtig rein, ne? Das ist nicht irgendwie hier so wie Impa am Anfang. Nein, das ist, der geht direkt zur Sache. Mit dem kann man direkt vernünftig was machen. Kann ich jetzt auch mal vernünftig... Darf ich denn jetzt auch mal ausweichen, oder was? Huh? Das war kein Attackenhagel? Nee, so garantiert nicht, mein Freund. Okay, lass mal seinen Stasis ausprobieren. Alter, was zum Teufel? Der haut ja richtig rein, Alter. Was geht bei dem? Alter. Und da soll noch mal einer sagen, Könige können nicht kämpfen, ne? Meine Fresse, ey. Ach, besiege viele Trainingsgegner. Okay. Spawn immer neue bei 50 Besiegten. Ja, anscheinend. Okay, Folgeangriff, let's go. Alter, das ist richtig geil. Das macht richtig Laune, mit dem zu zocken. Okay. Aber richtig unverschämt von ihm. Fühle ich auch gar nicht diese Einstellung gerade, dass er da nicht aufgeben will. Ich hätte ihm halt gerne seine, jawoll, schönen Attackenhagel, ist immer nice. Ich hätte da gerne den Wandsprung gemacht, damit ich halt in der Luft seine Balken abziehen kann, aber nö, warum sollte das auch funktionieren, weißt du? Wenn man es einmal machen möchte, wenn man den Wandsprung einmal benutzen möchte,
dann geht's natürlich nicht. Klar. Okay. Da ist ein neuer Dicker gespawnt. Boah, dieses Wirbeln ist so nice von ihm. Und jetzt drücke ich das einfach nur die ganze Zeit und die werden einfach richtig weggemacht, alle. Alles, was in diesen Wirbel reingerät, wird weggeschnetzelt. Holy shit. Damit kann man ja richtig schnell die Mission fertig machen. So. Wie schwach Link einfach ist. Weil wir gerade in diesen Trainingsdingen sind. Ach so, ja. Was? Das habe ich ja ganz vergessen, dass er nur einen Spezialbalken hat. Ach du Scheiße. Können wir? Ja, können wir. Wunderbar. Das ist gerade lame gewesen, weil ich habe die ganze Zeit auf Ausweichen gedrückt, nur er wollte nicht. Oh, na gut. Dann halt nicht. Ja, das wollte ich nicht machen. Ich wollte hier die Spezialattacke machen. So. Scheiß Hyrule-Hauptmann daneben, ne? Okay. Jetzt können wir eine Schmetterattacke machen. Und down. Boah, das Schwert auch von dem, ne? Das ist so geil. Das ist so unendlich geil. Alles klar. Ritter 2-Händer. Spezialangriffsleisten, Regeneration plus 9%. Alter, okay. Und er kriegt anscheinend echt nur 2 Händer. Okay. Leibwachenmütze. Sieht gar nicht so scheiße aus, muss ich sagen. Also wahrscheinlich wird's überhaupt nicht zum Rest der Rüstung oder der Teile, die wir jetzt haben, passen. Aber ich denke, wenn man die ganze Uniform hat, kann das schon ganz nice sein. Okay, wir kriegen neue Missionen. Das war jetzt nicht so geplant. Aber gut. Das ist hier schon geplant in dem Let's Play. Und jetzt kriegt er tatsächlich auch eine weitere Angriffsleiste. Und mal schauen, vielleicht können wir alle Missionen trotzdem fertig machen. Obwohl noch neue dazukommen. Wer weiß. Es geht weiter mit Zelda. Ich weiß nicht, ob ich die... Obwohl, ich hab die ja sogar aufgerüstet, ne? Und die ist halt schon ein paar Level über dem empfohlenen Level. Also sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich hoffe, wir sind schnell damit durch. Auch ich werde mich sofort begeben, ja. Sehr Ehre. Okay, was heißt das jetzt? Heißt das einfach nur...
Es war wieder zu spät. Super. Heißt das jetzt einfach nur, dass wir wieder die ganzen Gegner wegmachen müssen, damit wir vorankommen? Oder wie sieht's aus? Wahrscheinlich, ne? Alles klar. Der erste große Gegner ist weg. Und jetzt fehlen halt nur noch die Kleinen hier. Damit wir weiter können. So. Wunderbar. Bin mal gespannt, wo die nächsten auftauchen. Also spätestens hier. Ja. Alles klar. So, gerade noch im Rahmen. Oh, shit. Ja, okay, ich habe auch keinen Stab. Schade. Okay. Diesmal achte ich aber zumindest darauf, dass er mich nicht erreichen kann. Aber es erscheint einfach noch ein Dritter. Alter! Machen richtig krank Damage. So. Jetzt böller den mal richtig weg da. Schmetterangriff. Richtig weggehauen. Und jetzt können wir uns um den hier kümmern. Aua. Alles klar. Und dann nur noch der letzte. Für den ich nochmal eine Spezialattacke raushaue. Wir haben halt nur noch ein Herz, ne? Okay, wir haben zumindest hier die Stäbe bekommen. Das heißt, ich brauche nicht mehr unbedingt die Spezialattacken. Wird mindestens noch einer kommen, ja. Ganz genau. Da gehe ich einfach zurück. Und spiele komplett sicher hier. Alles klar. Schade. Ach komm, ey. Hä? Was? Warum? Warum wurde ich denn da jetzt getroffen? Ich bin da doch komplett hergespeedet. Okay, ich muss mir auf jeden Fall Platz verschaffen bei ihm. Anders geht's nicht. Und wenn er das nochmal macht, versuche ich nicht zur Seite auszuweichen, sondern nach hinten. So. Jetzt benutze ich auch nochmal Stasis. Wunderbar. Funktioniert sehr gut. Holy shit, ey. Okay. Ich wollte mich gerade schon ärgern, dass ich Stasis nicht benutzt habe. Ein Icy-Nox. Nein, 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 nein. Moment, Moment, Moment. Komm, mach das. Komm, mach ihn jetzt weg. Mach ihn weg, mach ihn weg. Sehr schön. Und können wir uns auf den Icy-Nox konzentrieren. Ah, schneller weg, bevor uns eiskalt einfach wegböllert. Okay, das hat gar nichts gebracht. Weil wir zu weit weg waren.
So. Benutzen wir nochmal Stasis. Und kloppen ihn richtig weg. Ja, da sind wir wieder zu langsam. Aber ist in Ordnung. Solange wir schön auf Abstand bleiben, macht das nichts. Und hinterher können wir auch nochmal Stasis benutzen. Das dürfen wir nicht vergessen. Alles klar. Nein. Okay. Das war anscheinend auch zu langsam. Aber viel schneller kann ich das nicht machen. Ich kann nicht riskieren, nah ranzugehen. Weil ich habe halt nur noch ein Viertel Herz. So, da renne ich einfach vorweg. Das ist easy. Und jetzt mache ich nochmal Stasis. Und dann hätten wir es auch schon, ne? Also, zwar nicht komplett, aber auf jeden Fall die nächste Spezialattacke. Und ich weiß nicht, ob der letzte dann nochmal ein Blitz-Hinox sein wird. Aber ich gehe mal stark davon aus. Dann muss ich nämlich bei ihm dann nochmal Blitz benutzen mit dem Eishinox. Ich wollte gerade Stasis benutzen, aber es ging nicht, weil es einfach noch nicht aufgeladen war. Dann benutzen wir das Magnetmodul und dann ist er down. War's das? Wir rücken vor. Nein, das war es noch nicht. Das war es noch nicht. Ach du Scheiße, ey. Sind hier nochmal Viecher drinne? Ist nicht mehr viel Zeit übrig. Ja, ich weiß. Spawnen jetzt nochmal Viecher oder war es das? Okay, wir kriegen nochmal einen Apfel. Und können uns healen. Okay, das war's. Alter. Ich dachte schon, ich faile und dann muss ich das nochmal von vorne anfangen. Alles klar. Und diese ganzen Dinger kriegen wir richtig nice. Leibwache gewandt, wunderbar. Dann würde ich mal schauen, dass wir das anziehen, ne? Da hätte ich eigentlich mal wieder Bock drauf auf ein anderes Outfit. Ich denke nämlich, dass die Hylia-Hose heißt sie, glaube ich. Dass sie dazu passen wird. Hier, So. Kletterschuhe. Usurpatorhose. Okay, was zum Teufel? Gerudo. Ah, okay. Wo ist denn die? Hier, die Heilerhose. Die meine ich. Auswählen. Die war weiß, ne? Aber wir haben die... Ich habe die schwarz gemacht. Ja, okay. Hier kann ich das anscheinend nicht machen. Ich dachte, hier könnte ich das auch ausrüsten. Aber nö, dann muss ich tatsächlich hier zu Link rein. Muss das machen und das machen. Sora Beinschutz. Alter, der Sora-Beinschutz passt richtig gut dazu, ne? Oder? Dunkelhose, was damit? Ja, es passt auch relativ gut dazu.
Die Feuerhose? Nee, das nicht. Das wirkt so bulkig. Wo ist denn die Heiligerhose? Da. Die passt tatsächlich sehr gut dazu. Okay, ich würde gerne mal... Heiliger Beinschutz. Der passt auch sehr gut dazu, ne? Ich würde gerne mal sehen, wie das aussieht, wenn man den Sora-Beinschutz dunkelblau färbt. Hä? Ach, das ist generell heller oben. Ja, nee, na, das ist nicht geil. Das ist nicht ganz so geil. Hier. Der Beinschutz. Wie sieht's da aus? Das ist auch zu hell, ne? Ja. Hier Umkleide. Ach, Umkleide. Ja, okay, hier geht's. Hier geht's aber. Ja, das sind dann aber die Ohrringe. Nee. Ich würde gerne nochmal schauen. Geht das so? Hm. Ich weiß nicht. Also ich würde dann sagen, wir packen die Heiligerhose mit dazu. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Die weißen Handschuhe sehen zwar etwas komisch aus, wodurch ich wieder finde, dass die Heiligerhose nicht so gut passt. Aber irgendwo muss ich auch mal weitermachen. Also machen wir es einfach so. Und sehen dann zu, dass wir die Arena schwer schaffen. Da packen wir natürlich Link rein, ist klar. Ich denke nicht, dass Zelda das hinbekommen würde. Obwohl, Arena schwer vielleicht doch. Aber diese Blitz- und Feuerprüfungen sind immer sehr krass. Aber die Arena würde sie wahrscheinlich auch hinbekommen. Hier klingelt's. Geht aber gerade nicht. Ich bin in der Aufnahme. Jetzt ans Fenster geklopft, natürlich. Wenn man nicht antwortet, ist das auf jeden Fall immer mega geil, ans Fenster zu klopfen. Das muss dann auf jeden Fall immer sein. Egal. Muss das jetzt sein? Okay, sorry Leute, ich muss mal eben pausieren. So, Leute, da bin ich wieder. Sorry dafür. Schlimm ist das hier, aber na gut. Sobald das nicht jedes Mal vorkommt, wenn ich hier auf Aufnahme drücke, ist das in Ordnung. Oder mal in Ordnung, besser gesagt. Selbst wenn es nicht jedes Mal ist, wenn ich hier aufnehme. Das ist natürlich nicht in Ordnung, wenn das irgendwie die Hälfte der Zeit ist oder so. Klar. So. Wobei ich jetzt nicht wirklich fand,
Das ist, dass diese Unterbrechung nötig war. Naja, was auch immer. Konzentrieren wir uns aufs Spiel. Und darauf, wie wir hier den Leunen fertig kriegen. Und das machen wir anscheinend am besten mit Stasis erstmal. Und können ihn dann direkt auch einen Schmetterangriff reindrücken. Wunderbar. Was ich auch gut fand, ist, dass es halt nicht kurz vor Aufnahmeschluss war, ne? Das wäre halt auch kacke gewesen. Da hätte ich auch gar keinen Bock drauf gehabt. Aua. Nein. Scheiße. Ich hätte zurückweichen müssen und nicht zur Seite. Ich Vollidiot. Meine Fresse, ey. Haben wir irgendeinen Stab? Ja, tatsächlich. Blitz und Feuer. Jetzt machen wir Elektro. Und drücken ihn den Vorlet oder doch wahrscheinlich den letzten Schmetterangriff rein. Ich denke in den Rest. Ich wollte ja Schluss sagen, aber es macht keinen Sinn. Ich denke, den Rest werden wir ganz normal machen. Ja. Ich denke, da kriegen wir keinen Schmetterangriff mehr raus. Nein. Ja, okay, passt. Ich hätte sowieso Stasis benutzt. Einfach nur, um ihm den Rest zu geben. Und das war's auch schon. Alles klar. Okay. Ja, hochgeschleuderte Gegner. Brauche ich jetzt nicht, aber naja. So, schlachthaltabhängige Materialien. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja eigentlich das Farmschwert weiter upgraden, aber ja, habe ich noch nicht gemacht. Und wir kriegen die Barbarenkleider. Oh, das ist, das ist irgendwie kacke, dass sich das so aufstaut. Jetzt mit den neuen Kleidungsstücken. Wir haben gerade erst die neue Kleidung reingepackt und jetzt bekommen wir direkt einen Teil für ein Set, was ich schon früher ausrüsten wollte. Rabatt auf Gebühr für Hyrule Manöverplatz. Okay, nice. Du bist ziemlich gut. Dann können wir auch vernünftig hier upgraden, oder was? Wie viel kosten denn normalerweise 10 Level? Hm. Ich glaube, das wären so 3000 gewesen, oder? Kann das sein? Also schon einiges, was man da einspart. Aber ich weiß es natürlich jetzt auch nicht. Was soll's? Sieht so aus, als hätten wir nur noch eine Aufgabe hier. Eine, na komm, sag es. Eine Mission. Und ich hätte gerne, wer ist das jetzt? Heißt der Teba? War das Teba? Ja doch, der hieß Teba, ne? Hier, der. Ja. Den hätte ich gerne geupgradet. Auf Stufe 70 gerne. Und dann schauen wir nochmal. Kombinieren. Für Teba. Schaden durch starke Angriffe, okay. Da haben wir richtig fett was. Hm. Ich weiß nicht, ob sich hier upgraden lohnt, um ehrlich zu sein. Ich
weiß es halt echt nicht, ne? Okay, pass auf, ich würde sagen, das machen wir erstmal. Dann die und das. Erhöhter, nee, erhöhten Verkaufswert will ich da nicht drauf. Wenn will ich da schon hier irgendwas Vernünftiges drauf. Effekte durch das Element Feuer. Ja, nee. Hier. Wo ist es? Es ist auch irgendwie... Ja, komm, machen wir halt das. Ich glaube, das ist noch so das Beste, was man machen kann. So. Ach so, ja, okay. Klar, stimmt. Macht Sinn. Ja, okay. Wie viel wären das? Von 47 oder 52, besser gesagt, auf 56. Also um 4 Angriffsstärke verbessert. Alles klar. Gut. Dann können wir jetzt hier vernünftig die Mission machen. Der Orni-Krieger. Let's go. Und ich hoffe, es ist eine vernünftige Mission, die man jetzt mal eben kurz noch machen kann. Soll Geister in der Gestalt von Hasen geben, die in blau-weißem Licht erstrahlen. Sie sollen Glück bringen, sofern man fähig ist, sie mit einer Attacke zu treffen. Ja. Was ich auch getan habe, aber irgendwie hat das bei mir dann nicht gezählt. Wo ich mir dachte, ja, toll. Na gut. Können wir bestimmt nochmal wann anders austesten. Aber jetzt ist erstmal Mission angesagt. Ich hoffe, diese Drecksviecher werden mich hier nicht so oft stören. Ja, nein, werden sie nicht. Das finde ich sehr gut. Ich versuche ja auch erstmal kleine Viecher wegzumachen. Ja, na, das Ruhrmodul ist auf jeden Fall auf ihn zugeschnitten. Das merkt man. Das spinnt sich auch nochmal so um ihn rum. Da merkt man auf jeden Fall, dass die bei Nintendo ein bisschen mitgedacht haben. Weil mit ihm wirbelt man ja ein bisschen mehr rum. Und da ist es dann auch klar, dass man das dann nicht irgendwie so machen kann, dass das vor einem gespawnt wird. Weil sonst steht das auf einmal komplett an der falschen Stelle. Okay, ich habe tatsächlich eine Spezialleiste voll. Aua. Attackenhagel. Sehr nice. Wollt jetzt nochmal Attackenhagel. Mega sick. Ich wollte jetzt eigentlich ihm einfach nur hier den Rest geben. Beziehungsweise vielleicht nochmal auf ein Krümmmodul achten. Aber machen wir es halt mit 2 Attackenhageln hintereinander. Nice. Okay, hier noch ein paar kleine Viecher besiegen. Um einfach noch die Spezialleiste mitzunehmen. So. Und jetzt mal schauen, was gibt's hier? Ja, toll, war zu spät. Spinnt das jetzt endlos weiter um uns rum? Nein. Okay, es wäre aber auch krass gewesen. Dann könnte man das nämlich einfach die ganze Zeit aktiv haben. Ja. Lass mal einfach einen Spezialangriff machen.
Und dann haben wir hier direkt beide gestunt. Oh, das ist sick. Das ist ja richtig sick. Ich glaube, ich habe von ihm noch nie wirklich einen starken Angriff benutzt, ne? Ah, doch, das haben wir auf jeden Fall schon mal benutzt. Oder war das von Revali, wo ich das benutzt habe? Aua. Ein Blitzleune. Ja, super. Sonst noch was? Ja, toll. Blitz. Also, sorry, aber Blitzstäbe werden uns hier nicht weiterhelfen. Absolut nicht. So. Oh, der ist hier schon. Ah, was zum Teufel, Alter. Komm, zünd dich mal kurz an. Und ja, doch, das habe ich schon mal benutzt. Aber dieses von oben nach unten schießen ist auf jeden Fall ein neuer Combo-Angriff. Den werde ich dann wahrscheinlich durch eine Mission irgendwie freigeschaltet haben. Beziehungsweise durch eine Quest. Ich unterscheide da ja sehr gerne zwischen Missionen, die wir zocken können, und Quests, die wir einfach mit Materialien abschließen. So. Schade. Ja, komm, komm, zieh ihm das letzte Ding noch ab. Wunderbar. Schön. Boah, ey, das wird was. Können wir vielleicht mal den Blitzstab einfach mal ausprobieren? Bringt absolut nichts. Es bringt absolut nichts, okay. Ich wollte es aber zumindest ausprobiert haben. Aua. Boah, ich mag die Attacke nicht. Da hat man so wenig Kontrolle. Ah, was? Warum denn? Okay. So. Jetzt nochmal dissen. Wunderbar. Ich denke, einfach ganz normal angreifen ist hier tatsächlich das Beste. Oh shit. Okay. Okay, er benutzt einfach einen Bombenpfeil. Das ist sehr gut. So können wir nämlich instant draufböllern, wenn was ist. Krümmmodul, wunderbar. Also mittlerweile habe ich es echt gut drauf. So, nochmal ein Schmetterangriff. Schönes Ding. Zack. Sehr nice. Krümmmodul nochmal. Wunderbar. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Ist tatsächlich gar nicht so viel abgezogen. Komm, hör doch auf mit dem Quatsch da. Nein, das lassen wir auch sein. Da benutze ich jetzt mal einen Spezialangriff, um ihn davon abzuhalten. Schade. Und jetzt benutze ich nochmal einen Spezialangriff und dann dürften wir ihn eigentlich haben. Also mit der nächsten Schmetterattacke. Oh, was? Nein, das kann es nicht sein. Jetzt aber. Nice. Kryo-Modul benutzt. Instant getroffen. Und damit ist es vorbei. So, Bombenpfeil ins Maul und Ruhe. Puh, das war sick. Ja, zieht da nochmal ein paar Moves. Alles klar. Simpler Holzbogen.
Okay. Ja, ist jetzt nichts Krasses dabei. Oh, aber wir bekommen für den König nochmal ein Schwert. Und zwar Schaden gegen hochgeschleuderte Gegner plus 13%. Okay. Lohnt sich bei ihm, glaube ich, sehr, weil ich meine, mit dem Zweihänder schleudert er die ganze Zeit einfach Gegner hoch und da sind die dann bestimmt echt schnell down. Nun gut. Ach, da wäre noch eine Mission. Haben wir dafür noch Zeit? Ja, theoretisch ja, aber ich wollte ja das Ganze ein bisschen kürzer gestalten. Also würde ich sagen, das machen wir dann einfach im nächsten Part, noch vor der Hauptmission. Sorry dafür, aber wie gesagt, wirklich planen kann man hier nicht, weil man nie weiß, welche Missionen noch auftauchen. Also, ich würde mich erstmal bedanken fürs Zusehen. Falls ihr noch nicht getan habt, gern Like und ein Abo dalassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.